Wusstet ihr, dass nicht nur Menschen vor Gericht stehen und verklagt werden können, sondern auch Länder? Nein? Ist Deutschland 2018 so aber passiert? Der Europäische Gerichtshof verurteilte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser und zu geringer Gegenmaßnahmen. Doch wie genau kommt das Nitrat ins Grundwasser und was bedeutet das für Mensch und Umwelt? Die Qualität des Grundwassers in Deutschland gehört zu den schlechtesten in Europa. Im Jahr 2016 begann der Europäische Gerichtshof deshalb eine Klage gegen Deutschland. In dem Jahr wurde der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter vor allem dort überschritten, wo viel Ackerflächen und Grünland sind. Nitrat ist ein Salz der Salpetersäure und gut wasserlöslich. In der Landwirtschaft werden Nitrate als Dünger, zum Beispiel in Form von Gülle oder Kunstdünger, auf die Felder ausgebracht. Die Salze werden von den Pflanzen als Stickstoffquelle aufgenommen und verwertet. Doch die Pflanzen können nur eine begrenzte Menge aufnehmen. Der Rest sickert ins Grundwasser oder wird durch Regen in Bäche, Flüsse und Seen geschwemmt. Dung und Gülle gibt es in Deutschland mehr als genug. In Nordwestdeutschland, wo es eine hohe Dichte an Massentierhaltung gibt, ist deshalb auch der Nitratgehalt im Grundwasser besonders hoch. Zu der Gülle, die von Kühen, Schweinen und Hühnern aus deutschen Ställen auf den Äckern landet, kommt noch Gülle aus anderen Ländern hinzu. Die Niederlande exportieren zum Beispiel jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Gülle. Das meiste davon nach Deutschland. Allein 2019 waren es 1,5 Millionen Tonnen. Um die Umweltbelastung auf den deutschen Äckern zu verringern und die EU-Nitratrichtlinien einzuhalten, wurde in Deutschland 2017 das nationale Düngerecht verändert. Doch das reichte nicht aus. Bis Januar 2021 müssen neue Maßnahmen umgesetzt werden, sonst drohen hohe Strafzahlungen. Und das hat gute Gründe. Nitrat kann bei zu hoher Konzentration schädlich und auch gefährlich werden. Bei Säuglingen kann es den Sauerstofftransport im Körper hemmen. Unser Trinkwasser, das wir aus nitratbelastetem Grundwasser gewinnen, muss aufwendig gereinigt werden. Das lässt die Kosten für Trinkwasser steigen. Der Nitratgehalt muss also sinken, um das Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz wiederherzustellen bzw. nicht noch weiter zu stören.